Okay, hello and good morning, everybody. Sorry, the slight delay. Some technical problems with the microphone, which should still be a bit high in the display here. So maybe if you can give me a short feedback. Oh, Entschuldigung, falschen Modus. Vielleicht können Sie mir kurz sagen, wie es aussieht mit dem Ton, ob das so funktioniert. Okay, vielen Dank und melden Sie sich. Gut, was machen wir heute? Wir werden uns nochmals mit neuronalen Netzwerken beschäftigen und noch eine andere Art von neuronalen Netzwerken anschauen, beziehungsweise von einem bestimmten Layer, den wir bei den neuronalen Netzwerken verwenden. Und das sind sogenannte Convolutional Neural Networks. Wir werden sehen, die werden hauptsächlich oder sie wurden entwickelt für die Bildverarbeitung, sind aber in vielen Anwendungsgebieten gebräuchlich auch und könnten zum Beispiel auch für JAS oder wie wir dann später sehen, für andere Spiele wie Go oder Schach eingesetzt werden. Vielleicht hier noch einige Fragen zum letzten Mal. Was haben wir uns da angeschaut? Zum Beispiel, was ist die Kapazität eines Netzwerkes? Was ist Regularisierung und wieso brauchen wir sie? Was ist Dropout und was es hat mit diesem Batch-Processing zu tun während dem Trainieren? Ja, überlegen Sie sich vielleicht einmal die Antworten dazu. Machen wir vielleicht das erste zusammen. Was ist die Kapazität eines neuronalen Netzwerkes? Ideen? Okay, genau, eine Antwort. Die Anzahl Knoten oder Parameter insgesamt. Genau, das ist eine sehr gute Antwort. Das heißt, die Anzahl Parameter, die wir eigentlich haben im Netzwerk. Und Sie können sich vorstellen, je mehr Parameter Sie haben, desto flexibler ist es das Netzwerk und kann sich auf die Daten anpassen. Das heißt, wenn Sie wenig Daten haben und das Netzwerk sehr flexibel ist, kommt es wahrscheinlich nicht so gut. Dann haben wir Overfitting, dass das Netzwerk auf den trainierten Daten gut funktioniert, aber dann auf anderen Daten vielleicht weniger gut. Und die Kapazität ist die Anzahl Parameter, aber die Parameter können natürlich unterschiedlich angeordnet sein. Sie könnten zum Beispiel mehr Layers haben und weniger Knoten pro Layer oder Sie könnten eben mehr Knoten pro Layer haben und dafür das Ganze dann weniger tief. Okay, das heißt, wenn die Kapazität zu groß ist, haben Sie eher die Gefahr des Overfitting, falls Sie nicht genügend Daten haben. Und falls die Kapazität zu klein ist, was geschieht dann? Dann wird Ihr Netzwerk als Ganzes nicht so gut abschneiden, weil es kann sich nicht genügend auf die Daten anpassen und dann haben Sie eine Metrik, zum Beispiel Accuracy, die dann eben nicht ganz so hoch ist. Was können wir dagegen machen? Das ist Regularisierung, das ist eine Möglichkeit, das Netzwerk etwas einzuschränken, ohne die Kapazität zu verringern, indem wir da auf die Gewichte zum Beispiel ein Penalty dazugeben und der dann in der Loss-Funktion berücksichtigen. Hat einen Parameter, das heißt, wenn Sie zu viel Regularisierung einbauen, dann erlauben Sie auch dem Netzwerk nicht mehr flexibel genug zu sein und erhalten dann wahrscheinlich dann auch keine guten Resultate. Das heißt, Sie möchten die Regularisierung so einstellen, dass Ihr Training Loss oder Ihr Training Accuracy, also Training Loss nicht zu high und die Training Accuracy nicht zu niedrig wird, aber dass die Validation Accuracy in einem ähnlichen Bereich wie die Training Accuracy ist.
haben uns noch Dropout kurz angeschaut. Dropout ist eine Methode, wo wir einfach gewisse Verbindungen im Netzwerk sozusagen kappen und das Netzwerk ist dann gezwungen, alternative Pfade zu nehmen, um die Berechnung durchzuführen. Auch das hat einen regularisierenden Effekt. Und letztes noch die Mini-Batches. Das ist, wie wir trainieren. Das heißt, das funktioniert mit Gradient Descent. Eigentlich möchten wir den Gradient auf dem ganzen Datensatz ausrechnen, aber das ist zu viele Daten. Das können Sie meistens gar nicht machen und ist auch nicht so zweckbringend. Das heißt, wir nehmen ein Sample von den Daten, berechnen den Gradienten daraus, machen dann ein Gradient Descent und nehmen dann das nächste Sample oder den nächsten Batch von Daten. Sample heißt üblicherweise, wenn Sie einen Batch nehmen, werden Sie Ihre Trainingsdaten mischen. Das kann zum Beispiel bei jeder Epoche auch sein, dass Sie da neu mischen. Gut. Ja, machen wir etwas weiter. Falls noch mehr Fragen dazu sind, können wir Sie auch dann in der nächsten Stunde noch in der QA-Session auf Zoom etwas genauer anschauen. Heute schauen wir uns Deep Convolutional Neural Networks an. Da haben wir dann neue Layers, Convolutional Layers und Pooling Layers. Und wir schauen uns eine Applikation an für diese Convolutional Neural Networks Image Classification und eben später in der nächsten Vorlesung, das ist übernächste Woche, dann schauen wir uns das Ganze noch in der Anwendung für AlphaGo an. Gut, als Beispiel diejenigen, die bei mir in der Bildverarbeitung waren, dort ist etwas Wiederholung, tut mir leid, oder die dann noch gehen, dann wird es dann eine Wiederholung sein, aber es ist also ein gutes Anschauungsbeispiel für diese Art von Netzwerken. Und zwar wollte man mit diesen Netzwerken eben Objekte detektieren, das heißt, sie haben Bilder, auf denen ist in diesem Fall jeweils ein Objekt zu sehen, und Sie möchten erkennen, um welches Objekt das es sich handelt. Und gibt zwei Möglichkeiten, das dann zu messen. Der sogenannte Top 1 ist, wenn Sie wirklich das richtige Objekt gefunden haben. Und Top 5 ist, dass das Netzwerk 5 Vorschläge mit den 5 höchsten Wahrscheinlichkeiten für das Objekt machen kann. Und das Richtige muss dann darin sein. Die Bilder sind jedoch recht anspruchsvoll, sind in diesem Challenge aus 14 Millionen Bildern gewählt. Die sind hierarchisch geordnet mit den Labels, was sie da beinhalten, nach der sogenannten WordNet Hierarchy. Das ist einfach eine Darstellung von eigentlich allen Nouns, die irgendwelche Objekte benamsen, in einer Form, sodass, falls verschiedene Wörter für das gleiche Objekt oder die gleiche Klasse existieren, dass sie dann eben auch zusammengefasst werden. Darum sogenannte 20.000 Synonyms für 20.000 verschiedene Klassen. Für den Challenge werden dann nur in Anführungszeichen 1.000 Klassen gebraucht. So, ein Beispiel, wie solch eine WordNet-Hierarchie aussieht. Das heißt, wir sind da irgendwo bei den Pflanzen und dann haben wir einen Typ von Pflanzen, dann haben wir Kräuter und dann haben wir da eben die entsprechenden Kräuter. Und wenn es da nun verschiedene Namen gibt für die gleichen Kräuter, dann werden diese hier zusammengefasst und dann die entsprechenden Bilder dazu. Okay, hier ein paar Beispiele von Klassen in diesem Datensatz. Zum Beispiel hat es sehr viele Tiere und da hat es dann als Tier eben nicht nur Katze, wie das von einem vorhergehenden Challenge der Fall war, sondern dann halt wirklich ägyptische Katze, persische Katze, siamesische Katze und das Netzwerk sollte dann lernen, all diese verschiedenen Rassen voneinander unterscheiden zu können. Nicht ganz einfach, ist auch nicht ganz einfach für einen Menschen. Hier ein Beispiel von Hunden, das ist nicht die gleiche Rasse und damit nicht die gleiche Klasse vom Bilder. Und für einen Mensch, normalerweise würde ich jetzt sagen, wäre das nicht so einfach unterscheidbar, außer er kennt sich da wirklich bei den Hunderassen da sehr gut aus.
Gut, dieser ImageNet-Challenge, den gibt es schon ziemlich lange und der wird jeweils jedes Jahr dann durchgeführt. Und bis 2012 dominierten Verfahren wie Support Vector Machine mit handgestrickten Features, zum Beispiel History of Gradients, sogenannte Hook-Features, die die besten Ergebnisse liefern. Und ab 2012 hat dann das erste Mal ein neuronales Netzwerk gewonnen und seitdem waren die neuronalen Netzwerke nicht mehr zu schlagen und haben dann auch immer und immer bessere Ergebnisse erzielt. Gut, schauen wir uns diese beiden Verfahren kurz an. Ja, Support Vector Machine, ich nehme an, Sie haben das vielleicht schon bei Herrn Pulli erst entweder in seiner Vorlesung über Machine Learning gehabt oder auch da in dieser Vorlesung da das ganz kurze angeschaut. Was sind Support Vector Machine? Sie klassifizieren dann anhand von Features. Also brauchen wir zuerst einmal Features und eben eine Möglichkeit von Features sind solche Hook-Features oder Sift-Features, die noch einige andere Features darin beinhalten, außer nur die Gradienten. Und wie man sich diese Features vorstellen kann, ist, dass sie bestimmte Keypoints anschauen im Bild. Diese Keypoints werden auch automatisch gefunden und dann die Umgebung von diesen Keypoints beschreiben als Features, eben zum Beispiel, indem sie Ableitungen des Bildes in verschiedene Richtungen anschauen und dann das als Histogramm da aufsetzen. Man könnte sich so sagen, dass diese Deskriptoren wie so ein Fingerabdruck eines Bildes ist und sie nehmen diese Fingerabdrücke an verschiedenen Stellen und wenn Sie diese dann wiederfinden in einem anderen Bild, dann handelt es sich eben dann wahrscheinlich um das gleiche Objekt. Okay, das heißt, wir berechnen Feature-Vektoren auf dem Bild an verschiedenen Stellen und mit der Support-Vector-Machine verwenden wir Machine Learning, um diese Feature-Vektoren dann zu klassifizieren und ein Machine Learning-Verfahren zu trainieren. Und das sieht so aus, dass wir da entsprechend unsere Feature-Vektoren dann in einem vielleicht höherdimensionalen Raum haben, hier noch zweidimensional dargestellt, also wenn Sie noch zwei Werte pro Feature hätten und wir hätten hier die rote Klasse und die blaue Klasse hier und wir versuchen nun eine Gerade zu finden, die möglichst gut diese beiden Klassen trennt. Und die Support Vector Machine ist ein Verfahren, das dann die beste Gerade findet oder in einem höheren dimensionalen Raum wäre das, das die beste Hyperplane, das heißt einfach eine Gerade oder eine Ebene dann in wie viel immer Dimension der Raum dann hat. Und optimal heißt, dass der Abstand zum nächsten Beispiel von einer Klasse möglichst groß sein sollte. Das heißt, wenn Sie die Gerade hier etwas schräg hineinlegen würden, dann wären Sie näher am roten Sample und das wäre weniger gut. Also Support Vector Machine findet Ihnen einfach die optimale Mittellinie zwischen den beiden Klassen hier. Mathematisch ist das natürlich dann etwas aufwendiger zum Berechnen, aber das schauen wir uns da nicht an. Der Begriff Support Vector kommt dann von diesen Support Vektoren. Das sind die Samples von einer Klasse, die am nächsten bei dieser Ebene liegen und die bestimmen sozusagen die Form und die Position dieser Ebene hier. Das heißt, wenn Sie das hier ändern, dann wird sich da etwas verändern an der Ebene, währenddem die anderen Feature-Vektoren da dann nicht mehr eine große Rolle spielen. Okay, das heißt, das ist mal das eine Verfahren für diese Bilderkennung, Features und Support-Vektormaschinen und das andere Verfahren sind eben neuronale Netzwerke und erster Teil ist da ja etwas Wiederholung, das haben Sie bereits gesehen. Was ist ein neuronales Netzwerk? Es enthält Inputs, es hat Gewichte und eine Bias-Funktion, berechnet einen Output und der Output soll dann eben so sein, dass wenn der
entsprechende Input gefüttert wird, dann das richtige Ergebnis herauskommt. Zum Beispiel, dass es sich um einen Vogel handelt und zwar so, dass Sie da einen Wahrscheinlichkeitsvektor für jede Klasse erhalten und eben Vogel dann den wahrscheinlichsten Wert sein sollte. Das ist ein Knoten. Dann haben wir gesagt, auch für diese Bildverarbeitung nehmen wir Deep Convolutional Network. Das heißt, erstens müssen wir mal tiefer gehen. Das haben Sie schon gesehen. Das heißt, mehr Hidden Layers und mehr Knoten insgesamt. Gut, soweit waren wir mal schon. Nun aber, wie kommen wir zu diesen Convolutional Neural Networks? Ja, zuerst einmal, wir möchten ja dann mit den Netzwerken eigentlich nicht mehr diese Feature direkt berechnen müssen. Das heißt, wir möchten als Input die rohen Bilddaten haben. Hier x, das heißt die Pixel, und diese mit den entsprechenden Knoten verbinden. Nun, Bilder sind relativ groß, die haben viele Pixel. Und auch wenn die Bilder diesen Challenge zum Beispiel meistens herunterskaliert werden auf zum Beispiel 200, 300 oder 400 Pixel Größe von einer Seite, sind das immer noch relativ viele Inputs, und wenn Sie da entsprechende viel Verbindungen haben, dann haben Sie sehr viele Parameter im Netzwerk und wahrscheinlich zu viel zum Rechnen, und ist auch noch die Frage, ob das sinnvoll ist, dann jeden einzelnen Pixel genau gleich als Input zu verwenden. Das heißt, gäbe es nicht eine Möglichkeit, wo ich die Inputs so verwenden kann, aber dass ich eben dann weniger Parameter erhalte. Als Beispiel hier, wenn Sie klar 5 Inputs haben, 3 Knoten, haben Sie 15 Verbindungen und 15 Parameter hier. Nun, wir möchten also die Inputs so verwenden, aber weniger Verbindungen haben, und hier kommen nun diese Convolutional Neural Networks zum Einsatz. Wir haben wieder wie vorher, dass die Inputs verbunden sind mit einem Knoten, hier A1, verbunden mit X1, X2 und X3, aber jetzt neu, dieser Knoten ist nicht verbunden mit allen Inputs, sondern nur mit gewissen Inputs. Und bei der Bildverarbeitung wäre der Knoten dann verbunden mit Inputs in einer Umgebung von seiner Position, zum Beispiel 3x3 Pixel oder 5x5 Pixel um die entsprechende Knotenposition. Das heißt, Sie könnten sich die Knoten dann auch zweidimensional da vorstellen. Das heißt schon mal, diese Berechnung hat weniger Inputs als die gesamte Anzahl der Inputs. Nun, wenn wir das für den nächsten Knoten anschauen, A12 hier, dann ist auch der wieder verbunden mit anderen Knoten und nun mit Knoten, Input-Knoten, die an der gleichen relativen Position sind wie vorhin. Das heißt, er ist verbunden mit Knoten in seiner 3x3 Umgebung zum Beispiel. Okay, das heißt immer der gerade liegende, der vorliegende und der obere und der untere hier zum Beispiel. Auch dieser Knoten berechnet nun wieder eine Funktion, aber er berechnet genau die gleiche Funktion. Das heißt mit den gleichen Gewichten wie vorhin. Das heißt, er benutzt nicht neue Gewichte und demzufolge sind auch nicht neue Parameter dazugekommen. Und wenn wir uns nun nächsten Punkt anschauen, dann wieder das gleiche, wieder verbunden mit dem zuvorliegenden Knoten, dem oberen und dem unteren Knoten hier und wieder entsprechend mit den gleichen Gewichten. Okay, das heißt, vorhin hatten wir 15 Parameter für dieses Netzwerk und 15 Verbindungen und nun haben wir nur noch 3 Verbindungen, die Gewichte haben. Was natürlich dazu kommt, ist noch eine Bias-Funktion B, Koeffizient B, der bei all diesen Knoten dann auch der gleiche ist. Das heißt, wir haben sehr viel weniger Parameter, obwohl wir da die gleiche Netzwerkstruktur haben. Okay,
das ist es eigentlich schon mit den Convolutional Neural Networks. Das heißt, die haben sozusagen nur eine gewisse Größe, zum Beispiel eben 3, 5, 7, 11, werden wir noch sehen bei gewissen Architekturen und dann immer die gleichen Verbindungen. Wie trainieren wir nun das Netzwerk? Auch das haben wir schon gesehen. Wir passen uns nun alle Gewichte so an, sodass das gewünschte Ergebnis dann herauskommt. Und dabei ist es dann unabhängig, ob es sich um ein Convolutional Network handelt oder um ein sogenanntes Dense oder Fully Connected Network. Was wir erhalten am Schluss ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über all diese Klassen. Wie erhalten wir diese? Sie erinnern sich mit der Softmax-Funktion im letzten Layer. Okay. Wir haben nun diese verschiedenen Verfahren abgeschnitten über die Zeit in diesem ImageNet Challenge. Wie gesagt, bis 2012 waren das diese Support Vector Machines Verfahren und die hatten da einen Score von etwa 25% Top 5 Fehlerrate. Das heißt, in 25% der Fälle war das richtige Ergebnis nicht in diesen fünf höchsten Wahrscheinlichkeiten drin. Bei 2012 mit dem ersten neuronalen Netzwerk waren es dann etwa bei 16% und seither ist es stetig besser geworden. Das heißt, momentan, da 2017 waren wir, glaube ich, unter etwa 3,5% und ich glaube, es ist nochmals minim besser geworden, aber jetzt ist es dann langsam schwierig, da noch bessere Ergebnisse zu erreichen. Das ist auch ungefähr etwa das, was ein Mensch auf diesen Daten erreichen würde. Okay. Nun, über diese Jahre hinweg haben sich die entsprechenden neuronalen Netzwerke etwas verändert und sind da verschiedene Formen aufgetaucht, wie man am besten solche Netzwerke bauen kann. Und dazu möchten wir uns da einige Beispiele anschauen, wie sich diese Convolutional Neural Networks da auch entwickelt haben. Die Idee gab es eigentlich schon länger von Convolutional Neural Networks. Die wurden von Le Cun entwickelt, schon 1998 als Beispiel, um handgeschriebene Zahlen zu erkennen. Es war ein erstes Convolutional Networks mit zwei Layers und zwei Pooling Layers, zu denen kommen wir noch und sollte diese handgeschriebenen Daten erkennen. Das ist das MNIST Dataset und das finden Sie heute bei vielen Tutorials und Beispielen, wie man das nun gut erkennen kann. Ist sozusagen jetzt das Hello World von Convolutional Neural Networks. Die Ergebnisse da, die erhalten hat, waren nicht schlecht, aber auch nicht so gut, weil zu dem Zeitpunkt waren halt die Berechnungsmöglichkeiten der Computer immer noch etwas eingeschränkt, weil die besseren Grafikkarten kamen dann erst später dazu und gerade diese Grafikkarten erlauben es Convolutions eben, dass eigentlich Filteroperationen sind, möglichst effizient zu berechnen. Er wurde auch etwas belächelt da in der Bildverarbeitung-Community, dass er so etwas mit einem neuronalen Netzwerk lösen wollte, wo es doch klar ist, da braucht es Human Know-how und wir sollten da die richtigen Features berechnen. Mittlerweile sieht es da etwas anders aus. Gut, dann fast 15 Jahre später kam dann diese AlexNet Architecture. Das ist eben dieses Netzwerk, das dann 2012 gewonnen hat. Er verwendete 5 Convolutional Layers am Anfang des Netzwerks und am Schluss dann noch 3 sogenannte Fully Connected Layers, wie wir sie bisher gesehen haben. Er hat auch diese ReLU Activation Funktion erfunden oder eingebaut, die wir ja auch schon gesehen hat
Insgesamt hatte das Netzwerk sehr viele Parameter, etwa 16 Millionen, und das war dann etwas schwierig zu trainieren. Sie haben es dann auch aufgeteilt auf verschiedene Maschinen mit GPUs und eine entsprechende komplizierte Trainingsfunktion dann. Was waren da so die Ergebnisse? Hier ein paar Beispiele. Oben ist das jeweilige Bild und unten die drei Klassen mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten und den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten hier. Also zum Beispiel der Leopard hier wurde sehr gut erkannt und auch die nächsten wahrscheinlichsten Klassen passen doch da gut überein. Unten Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Gut, einige sind da etwas gemein. Zum Beispiel das hier, die Klasse war nicht gelabelt als Dalmatiner, sondern als Kirschen. Wobei auch das Kirsche hätte er da nicht richtig erkannt, sondern eher das Ganze als Trauben erkannt. Oder hier eine falsche Art von, immerhin eine Art Affe erkannt, aber eben nicht den richtigen hier. Sie haben dann versucht, das Netzwerk weiterzuentwickeln, zum Beispiel dadurch, dass man versucht hat anzuschauen, was bei dem Training geschieht oder auch, dass da die richtigen Features berechnet wurden. Wir werden gerade zwei Beispiele sehen für solch eine Visualisierung. Diese Visualisierung funktioniert so, dass man ein Bild genommen hat und dann das Ergebnis der Convolutional Layers angeschaut hat. Und das Ergebnis der Convolutional Layers liefert eigentlich einen Feature-Vektor, den das Netzwerk gelernt hat. Und dieser Feature-Vektor wird dann mit einem Fully Connected Network klassifiziert. Und auf den folgenden Bildern in der jeweiligen Reihe sind dann diejenigen Bilder, die einen möglichst ähnlichen Feature-Vektor beinhalten. Und wie wir sehen, da scheint das Netzwerk tatsächlich die richtigen Features gelernt zu haben, da die anderen Bilder mit ähnlichen Features dann auch zur gleichen Klasse hier gehören oder so mehrheitlich. Andere Möglichkeit, das Netzwerk zu visualisieren, ist, dass wir uns versuchen anzuschauen, wie es auf den ersten Layern dieses Netzwerkes aussieht. Dort haben wir diese Convolution-Operationen und Convolution ist eigentlich ein Filter. Das heißt, diese 3x3, 4x4 oder 7x7 Umgebungen, das sind wie Filteroperationen und wir können versuchen zu visualisieren, wie diese Filter aussehen. Und wenn man das macht, sieht man, dass in den frühen Layern tatsächlich solche Operationen zu sehen sind, wie das ist fast eine vielleicht eine Art Kantendetektion von mehreren Streifen oder da werden irgendwie runde Formen erkannt und auf den späteren Layern werden dann wirklich mehr Pattern oder Texturen erkannt, die sich so auf den entsprechenden dann Input da abbilden. Das heißt, und solche Filter werden normalerweise auch gebraucht, um die Feature zu berechnen. Das heißt, das Netzwerk lernt da wirklich die richtigen Bildverarbeitungsoperationen. Gut, was kam als nächstes? Als nächstes kam Google mit einer neuen Architektur. Eigentlich hieße das ursprünglich GoogleNet oder Google LeNet nach dem ursprünglichen LeNet. Das Paper dazu hieß Going Deeper with Convolution. Aber aus der Phrase We need to go deeper, die aus dem Film Inception stammt, wurde diese Architektur dann Inception Architektur genannt und so. Solche ähnlichen Architekturen werden da jeweils immer noch als die Inception Netzwerke bezeichnet. Gut, we need to go deeper. Was heißt das? Mehr Layers. Okay, mehr Layers ist aber auch noch etwas schwierig, weil das Ganze muss ja dann auch noch trainiert werden. Und darum haben sie da hier einen Trick angewendet.
Erstens mal haben sie sich noch überlegt, wir möchten nicht nur eine Filteroperation anwenden aufs Mal, sondern mehrere. Das heißt, sie haben den Input hier parallel verarbeitet mit zum Beispiel 3x3 Convolutions und 5x5 Convolutions und diese Resultate dann zusammengefügt. Nun, wenn Sie viele Knoten haben oder Kanäle, wären es dann zum Beispiel 100 Kanäle hier und 100 Kanäle hier und dann 3x3 Convolutions haben, dann haben Sie immer noch relativ viele Parameter in Ihrem Filter und darum ist eine Innovation von diesen Inception-Netzwerken, sind diese vorhergehenden 1x1 Convolution und die Idee dahinter ist, die Anzahl Kanäle hier und Knoten dann zu reduzieren. Zum Beispiel haben Sie 100 Kanäle hier und gehen mit einer 1x1 Convolution auf vielleicht 50 Kanäle herunter. Und Sie lernen also sozusagen, welche von diesen Kombinationen von 50 Werten sind wichtig hier. Und dann haben Sie eine 3x3 Convolution mit 50 Input Values statt mit 100 und das ergibt Ihnen sehr viel weniger Parameter. Okay, Inception als Ganzes oder Google Nenet, hier ist das Inception, glaube ich, Version 3 Netzwerk dann, besteht dann aus solchen Inception-Blöcken hier, die hintereinander da angeordnet sind. Ganz am Anfang haben Sie ein paar reine Convolutionen und nachher erst die Inception-Layers hier. Insgesamt haben Sie dann etwa 100 Layers mit irgendwelchen Convolution-Blöcken hier. Das konnte dann am Anfang auch nicht in einem Schritt gelernt werden, sondern das sind diese Teile hier. Da wurde zuerst nur der Anfang des Netzwerkes gelernt, dann ein etwas größeres Netzwerk mit den gleichen Ausgangsgewichten und dann am Schluss nochmals das ganze Netzwerk. Die Architektur ist sehr erfolgreich und wird auch heute noch häufig verwendet. Zum Teil dann noch mit Kombinationen mit späteren Ansätzen. Ein weiterer Schritt bei diesen Netzwerkarchitekturen war dann das VGG-Netzwerk von Simonian und Zisserman von Oxford University. Und da war die Neuerung auch, sie möchten möglichst tief gehen. Und damit sie tief gehen können, haben sie dafür die Filtergrößen reduziert und sie haben dann nur 3x3 Filter verwendet. Während AlexNet noch 11x11 Filter hatte oder auch Google noch 5x5 Filter und zum Teil 7x7 Filter. Und dafür das Netzwerk dann tiefer gemacht und jeweils mehr Kanäle da hinzugetan. Damit waren sie recht erfolgreich, aber irgendwann hat man dann gesehen, es ist sehr schwierig, noch tiefere Netzwerke zu trainieren. Aber die Idee war dann ja eigentlich, okay, wenn ich einfach tiefer gehen würde mit dem Netzwerk, und das Netzwerk funktioniert bis zu Layer 20 zum Beispiel, und ich möchte jetzt das auf Layer 30 erweitern, dann sollte es ja immer noch funktionieren. Es hat ja dann mehr Kapazität, also sollte es sicher nicht schlechter werden auf dem Trainingsset. Aber man hat gesehen, das war nicht wirklich der Fall. Wieso nicht? Damit das Netzwerk dann mit 30 Layern noch gleich gut funktioniert wie mit 20 Layern, müssten die späteren Layer eigentlich lernen, nichts zu machen. Das heißt, diese Convolution-Operation sollte die Identität sein, aber die Gewichte sind meistens initialisiert um den Nullwert herum. Das heißt, diese Layers haben dann nicht gelernt, nichts zu machen. Abhilfe gab es dann mit dem sogenannten ResNet oder Residual Connections. Und die Idee dahinter ist, dass Sie die Layers dann nicht mehr lernen müssen, nichts zu machen, sondern nur lernen müssen, die Differenz zu nichts zu machen, zu lernen, das Residual. Okay, wie funktioniert das? Wir verwenden als Output nach unseren Layern, zum Beispiel nach zwei Layer, den Output von den Layern, aber wir addieren noch den Input hier hinzu.
Effekt ist, wenn diese Layers gar nichts machen, dann habe ich hier immer noch das gleiche wie vorhin. Und wenn sie was machen, dann ist es mehr als eine Veränderung von diesem Wert hier, eine additive Veränderung. Das ist sogenannte ResNet-Architektur. Und mit dieser ResNet-Architektur haben sie dann tiefere Netzwerke gemacht. Hier das 34-Layer-Netzwerk, aber das geht dann bis zu 108 Layers, die da ausprobiert wurden. Immer noch nur mit 3x3 Convolutions, aber jeweils eine solche ResNet-Verbindung, alle zwei Layers hier. Und der Effekt von dem ist, dass auch das Trainieren einfacher funktioniert, und weil der Gradient da über diese Skip-Verbindungen auch relativ gut da zurückfließen kann. Und wenn das auch dann probiert mit Netzwerken mit und ohne ResNet und haben dann die etwas besseren Resultate erreicht mit dem ResNet. Ist auch bei unseren Experimenten der Fall, das heißt, die Resultate sind nicht immer unbedingt so viel besser mit dem ResNet, aber sie bekommen überhaupt Resultate, weil sie das Netzwerk trainieren könnten, und sonst haben sie das Problem, dass sie eventuell gar nicht konvergieren und dann eben kein Resultat erhalten. Okay, das heißt, das war so etwas die Entwicklung von Netzwerken. Also erstens mal zuerst Convolution Networks, dann Reduktion auf diese 1x1 Reduktionslayers vom Inception-Netzwerk und parallel mehrere Convolutions zu verwenden. VGG, wir beschränken uns auf 3x3 Convolutions, wie auch das ResNet, und ResNet dann mit diesen Skip-Verbindungen dazu. Okay, hier einige Resultate, was man so erhalten kann mit diesen Netzwerken. Hier wurden sie mit einem kombinierten Verfahren dann verwendet, um mehrere Objekte zu finden, und hier jeweils die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da auch um diese Klasse handelt. Und ich denke, Ergebnisse sind doch heutzutage recht überzeugend hier. Okay. Nochmals ein, zwei Eigenschaften von diesen Convolutional Neural Networks, was das dann heißt für die Netzwerke. Das erstens mal für die Verbindungen. Wir haben gesagt, wir haben Sparse Connections, das heißt eben, wir haben da ein Layer ist nur verbunden mit, oder ein Layer hier hat als Input nur Verbindungen zu einigen wenigen Layers und nicht zu allen Layern. Also das heißt entsprechend sparse. Wegen dieser Architektur können Sie dann auch sagen, ein gewisser Knoten hat eine Art Receptive Field, das heißt, welchen Teil vom Input braucht er überhaupt, um das Ergebnis berechnen zu können. Zum Beispiel, was immer der Wert hier von H1 ist, er hat keinen Einfluss auf das hier. Oder falls das Bild hier noch größer ist, sehen wir, dass der Output von G3 über diese zwei Layer nur von einer 5x5 Umgebung im Bild abhängt und Informationen, die weiter entfernt sind, gar nicht in diese Berechnung da einfließen können. Das hilft einem dann jeweils vielleicht auszurechnen, wie tief das Netzwerk sein muss, weil schlussendlich möchten Sie ja die Information des ganzen Bilds berücksichtigt haben. Und ein weiterer Punkt, den wir gesehen haben, ist Parameter Sharing. Das heißt, eine Verbindung hat einen bei der Dense oder Fully Connected Connections hat jeweils jede Verbindung einen eigenen Wert oder Parameter, während bei diesem Convolution Network der gleiche Wert verwendet wird für zwischen zwei Knoten, die die gleiche relative Position aufweisen. Okay, das haben wir schon gesehen. Das ist eine Auswahl von üblichen Filtern, die bei der Bildverarbeitung verwendet werden. Und das ist eine Visualisierung der Filter, die durch diese neuronalen Netzwerke entstehen oder gefunden werden. Und die sehen häufig halt eben sehr ähnlich aus wie die normalen Bildverarbeitungsfilter hier. Nun, das Netzwerk, wenn es nur aus Convolutional Layers bestehen würde,
in Beispielen, die wir gesehen haben, dann wäre das Bild am Schluss immer noch sehr groß oder der Output, und wir möchten ja am Schluss eigentlich einen Knoten haben mit dem Output, und darum wird noch eine zweite Klasse von Layers verwendet, aber die ist sehr einfach. Das sind sogenannte Pooling Layers, und die verringern die Anzahl Knoten von einem Layer zum nächsten bei einer einfachen Max-Operation oder Average-Operation, die dann entsprechend das Maximum oder den Mittelwert von einer Umgebung verwenden. Zum Beispiel hier 2x2 Pooling würde von einer 2x2 Umgebung dann nur den maximalen Wert da weitergeben. Und das Bild sozusagen wäre dann auch nur noch halb so groß. Okay, nun, wenn wir das Ganze zum Beispiel in Keras verwenden möchten, wie funktioniert das? Relativ einfach, weil die Layers sind dort, stehen bereits zur Verfügung. Nun, vorhin hatten wir jeweils die Layers mit dem Namen Dense. Nun heißen die entsprechenden Layers zum Beispiel Conf 2D für 2D Convolutions. Dann können wir angeben, wie viele Kanäle das Resultat hat und wie groß die Filter sein sollten. Das heißt, Kanäle heißt, dass zum Beispiel aus einem Inputbild von 3 Kanälen, RGB, wird ein Outputbild berechnet mit 32 Kanälen pro Pixel. Und auf dem nächsten Layer hier schon wieder, das heißt, es gibt dann doch relativ viele Parameter von den 32 Kanälen zu den 32 Kanälen hier. Dann zum Beispiel ein Max-Pooling. Und dann habe ich meistens am Ende des Netzwerks die Dense Layers, die dann schlussendlich einfach die Klassen berechnen sollten. Und das vielleicht auch über 2 oder 3 Layer hinweg. Damit das funktioniert, muss ich die Features, die ich hier berechnet habe, mit Flatten zu einem einzelnen Vektor zusammenfügen für das ganze Bild, und dann kann ich entsprechend Dense Layers verwenden. Also hier ein Dense Layer mit 256 Knoten, Dropout, und dann am Schluss ein Dense Layer mit 10 Knoten hier, was eine Klassifizierung auf 10 Werte entsprechen würde. Okay? Gut. Wieso das Ganze für JASN? Können wir Convolution Networks für JASN brauchen? Macht das irgendwo Sinn? Weil ich habe da Filteroperationen. Kann ich Inputswerte irgendwie so anordnen, dass es sinnvoll wäre, dass das eine Convolution ist? Meinen Sie dazu? Gut, Bilddaten haben, danke für die Antwort. Das heißt, die Antwort war, wenn der Input aus Bilddaten besteht oder Handkarten, vielleicht schon. Gut, wir möchten ja nicht nur die Bilder erkennen, sondern wir möchten unsere Input-Feature als Matrix haben, dann würde es Sinn machen, Convolutions zu verwenden. Und die Frage ist, macht es Sinn, Input-Daten als irgendwelche zweidimensional darzustellen für das JASN? Und das gibt schon eine Möglichkeit. Wenn Sie sagen, zum Beispiel die Handkarten sind als Input, und wie würden Sie die Handkarten als Input nehmen für Ihr neuronales Netzwerk? Wahrscheinlich als One Hot Encoded Arrays von einem Vektor von der Länge 36, richtig? Weil Sie 36 verschiedene Karten haben. Aber diese 36 Karten, die könnten Sie ja eigentlich auch als 4x9 Karten zweidimensional beschreiben. Das wäre durchaus sinnvoll, weil Sie 9 Karten pro Farbe haben. Dann könnten Sie aus diesem 4x9 Bild irgendwelche Features berechnen,
mit Convolution Filters, die dann vielleicht detektieren könnten, ob sie mehrere Karten der gleichen Farbe haben oder ob sie mehrere Karten von einer bestimmten Sorte haben, zum Beispiel vier Könige oder vier Asse. Das heißt, wäre durchaus Möglichkeiten, wobei sie müssen dann alle Features in dieses 9x4 Raster da hineinbringen. Wenn das beim AlphaGo-Beispiel dann noch etwas genauer anschauen. Das heißt, wäre möglich vor Jahren, man muss sich da vielleicht etwas mehr überlegen, wie die Features da angeordnet werden sollen. Das heißt, eigentlich ihre nächste Aufgabe von diesem Teil über neuronale Netzwerke sollte nun sein, dass sie ein Netzwerk finden, das Karten hervorsagen kann, also das voraussagen kann, welche Karte, dass sie aus ihrer Hand spielen sollten. Und die Frage ist dann dazu, was für Input könnten Sie brauchen dafür? Ist wahrscheinlich sinnvoll, die Karten, die Sie auf der Hand haben, irgendwie als Input zu nehmen, weil Sie ja vielleicht nur aus diesen Karten etwas auswählen können. Könnte zum Beispiel auch sinnvoll sein, die Valid Cards als Input zu nehmen, sodass das Netzwerk lernen kann, welche Karten es sich tatsächlich spielen darf. Und wenn Sie natürlich als Zweiter dran sind, etwas zu spielen, zum Beispiel schon eine Karte im Trick auf dem Tisch liegt, dann wäre es vielleicht auch noch sinnvoll zu wissen, was schon gespielt wurde. Oder Sie können natürlich versuchen, möglichst viele Informationen hier hineinzupacken, wie welche Karten überhaupt schon gespielt werden und wer und vielleicht auch natürlich was Trumpf ist, vielleicht wer Trumpf gemacht hat. Das wäre alles möglich, da als Input zu verwenden. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was können Sie da als Input verwenden und dann versuchen, dieses aus Ihrer Game Observation zu extrahieren. Das können Sie entweder direkt machen aus den Logfiles oder Sie könnten zum Beispiel das als Comma-Separated Values oder in einer anderen Form zwischenspeichern und dann haben Sie zum Trainieren nur noch Files mit den Features und den entsprechenden Labels. Label hier wäre die Karte, die gespielt wurde. Und die Idee wäre dann, aus diesen Trainingsdaten mithilfe eines Netzwerks eben vorauszusagen, was die gespielte Karte ist. Und da würde ich mal das versuchen, mal anfangen mit etwas kleineren Netzwerken. Dense Layers, Fully Connected Layers, die sind einfacher. Und wenn Sie da weitermachen möchten, dann könnte man sich natürlich auch Convolution Networks anschauen oder größere Layers, größere Netzwerke oder dann mehr mögliche Input-Daten. Gut, das wäre es vom Vorlesungsteil heute gewesen. Idee wäre, ich würde noch zur Verfügung stehen zu einer Questions and Answer Session, wenn es noch Fragen gibt zum weiteren Vorgehen und zur Entwicklung vielleicht eben von diesen Netzwerken, wie auch zum Monte Carlo Tree Search. Dort wäre die Idee, dass Sie das nun in der Zwischenzeit fertig programmiert haben. Ich würde da kurz eine mögliche Lösung diskutieren und zeigen noch, wie solch ein Monte Carlo Tree Search implementiert sein sollte und eben das Ganze auf Zoom. Nächste Woche ist dann nur für die Entwicklung eines Bots mit eigentlich in diese Richtung hier reserviert, gäbe dann auch wieder eine Question and Answer Session und in 2 Wochen haben wir dann noch einen Input zu Reinforcement Learning und wie ich Netzwerke und Suchalgorithmen dann eigentlich vereinigen kann und das am Beispiel von AlphaGo und AlphaZero. Gut, dann machen wir aber da einen kurzen Break, haben da fast 10 Uhr. Ja, machen wir vielleicht um 9:45 dann weiter. Ah, noch eine Frage? Inwiefern beeinflusst der Output-Wert von Pooling näher das Resultat?
Gut, also Pooling ist dann nur das, was dann eben weitergegeben wird. Und Minimum, die Frage war, kann ich Minimum verwenden statt Maximum? Gute Frage, aber wahrscheinlich nicht, weil Minimum, wenn Sie das Minimum haben, das dann gegen Null geht, dann haben Sie keine Information mehr. Das heißt, Sie können natürlich das Minimum weitergeben und hoffen, dass alles negativ ist, aber das hätte dann den gleichen Einfluss. Das heißt, die Idee mit dem Maximum ist, dass Sie in den Convolutional Layers Features lernen und diese Features sollen möglichst hoch sein, wenn sie vorhanden sind. Also zum Beispiel, es könnte sein, dass das Netzwerk lernt zu erkennen, wenn sie Burunel haben von einer Farbe. Und wenn das der Fall ist, dann sollte das möglichst hoch sein und das würden sie dann weitergeben. Und wenn sie dann ein Pooling haben mit den umliegenden Features, die das eben nicht aufweisen, dann spielt das keine Rolle, weil sie weitergegeben haben, dass in dieser Neighborhood ist das Feature vorgekommen und bei Minimum könnte ich da nicht so sehen, ob das dann gleich gut funktioniert, weil eben mit Null hätten sie dann wahrscheinlich nicht viel Information. Aber Average Pooling wird zum Teil auch verwendet und ob dann Average Pooling oder Max Pooling besser funktioniert, das müsste man dann beim jeweiligen Task ausprobieren. Also Antwort ist ja, es kommt darauf an, auf das Ergebnis, aber was immer gerade besser funktioniert, das müsste man etwas ausprobieren. Das kommt darauf an, was Sie damit lösen möchten. Gut, dann sonst würde ich vorschlagen 15 Minuten Pause und um 10:15 Uhr auf Zoom weiter, falls Sie Fragen dazu haben oder eben ich würde kurz da eine Musterlösung zu dem Monte Carlo Tree Search vorstellen. Bis gleich.